den setze ich an meine Seite. Die Wahl fiel mir sehr schwer und ich habe mich, weil wir königlich, kaiserlich in Sachsen die Grundlage haben, habe ich mich entschieden, Mara Kaiser hier auf diesen Platz zu platzieren. Ich begrüße Sie herzlich, Mara Kaiser. Studio von Ellenbach. Bitte schön. Und so macht man das ja für die jungen Leute. Stuhl zurecht drücken. Junge Leute, sagt es bald. Und es gibt junge Leute, es gibt sogar schon junge Stars. Unwahrscheinlich, was ich alles schon erlebt habe, was ich schon bewegt habe. Ja? Und jetzt für Sie, den Sie heute hier dann live erleben dürfen, Toni Kraus. Toni Kraus! Überall wird mit deiner Figur, oder? Ja, und noch eine wunderbare Dame, Angelika Martin. Angelika Martin! Hallo, liebe Angelika, bei der Straßenbahn würde ich sagen, Schwarzfahrerin. Ja, aber Kontrolle erfolgt später. Bitte schön, nimm Platz. Schwarz in Schwarz, deswegen. Wir hatten bei der letzten Sendung gelbe Sessel. Ja, aber mit deiner Kleidung angepasst, unsere Angelika Martin. Und jetzt, liebe Gäste, gibt es etwas, was Weltohranführung ist. Ich habe heute in meiner geliebten Heimatstadt Dresden, mitten auf dem Neumarkt, schon einen Künstler begrüßen dürfen, den ich lange, lange schon verehre. Seine Familie, seine Kunst. Und sein gutes Herz. Und jetzt haben wir hier für Sie im Studio mal Fernsehen, lieber Helme. Ne? Ich denke, wir gucken hier mal kurz rein, was wir heute Nachmittag so erlebt haben. Die neue natürlich, mal sehen, die alte habe ich ja nicht mehr sehen können, nur durch die Ruine. Aber in der alten Frauenkirche ist meine Schwiegermutter getauft worden. Und sie hat auch da viel erzählen können über die ganze Geschichte von der Frauenkirche. Also, was ja wichtig ist. Ja. Du bist ja heute Abend mein Gast und ich freue mich wunderschön. Und ich habe einen Hit, den ich mache. Guck mal, dort drüben ist unsere Kneipe. Ja. Da ist er. Und dort bekomme ich in der Kirche und gehe dann in die Kneipe. Ja, ja. Ja. Aber du, das gab es ja sehr oft, vor allem in ländlicher Gegend. Auch bei uns in Vogtland, aber in Bayern ist es, glaube ich, jetzt noch so. Die Leute gehen zum Gottesdienst in die Kirche und anschließend geht in die Kneipe und dann wird einer gerufen. Was denkst du, wie das hier ist? In Dresden, es ist nicht nur so im Dorf so. Hier wird richtig die Kneipe. Extra. Ja. Ja, gehen wir jetzt mal hin. Ja. Ich gebe Bier aus. Ja, das ist schön. Stoßen wir mal an. Das war immer so, das hat sich immer durchs ganze Leben gezogen. Du liegst in der Wiege und da geht es schon los. Sie kommen von weit her und die Freude ist groß. Zuerst in der Kirche, da macht man dich nass. Und danach in der Kneipe hebt auf dich man das Glas. Zwischen Kirche und Kneipe spielt das Leben sich an. Weil die zwei uns begleiten von der Wiege ins Grab. Nutzensammlung, alles noch da. Komm rein, mein Lieber, komm rein. Hier ist der Werbefleck. Das ist nun dieses Kneipenparadies im Westen 1900. Da wuchst du verwundert. Und gesungen wird ja auch immer. Ja. Aber getrunken, jetzt endlich mal. Und unsere schöne Bedienung, die schönste Schaffnerin Deutschlands überhaupt, sie wird uns ein schönes Radeberger Pilsner bringen, sage ich dir. Und da ist er, unsere Helene. Helene? Die älteste Straßenbahn Dresdens. Ah, ja. 1898 geboren. Ja. Ja, und du kriegst jetzt eine Sonderfahrt. Und wie kam die hier rein? Mit dem
Kran, den großen Kran. Ja, und weißt du was? Ja. Da sind wir schon wieder bei der Frauenkirche. 12 Uhr mittags, die Glocken der Frauenkirche läuteten. So, und heute läutet nur noch diese Glocke hier. Abfahrt! Sonderfahrt für Eberhard Hertel. Hier in Dresden 1900. Da guckst du verwandert. Doch, ja. So, da haben wir noch so ein Lied, das heißt dann Liebe kleine Schaffnerin, kennst du das auch? Liebe kleine Schaffnerin, kling, kling, kling. Sag, wo fährt dein Wagen hin? Kling, kling, kling. Und jetzt Prost. Eine Minute. Ja, sehr zu wohl, liebe Gäste. Wir freuen uns auf euch. Es ist der Hammer. Ja. Eberhard Hertel. Heute im Studio. Mit Karl-Heinz Bettmann. Ja, und demnächst, liebe Gäste, wird diese Wahl unserer Bühne werden. Promis an der Kurve. Das wird die neue Veranstaltungsreihe im Jahr 2017. Wunderbar. Ja. Das steige ich gleich mit ein. Du wirst unbedingt gebraucht, wenn wir dann diesen Hit hier bringen zur Premiere. Ja. Darin siehst du noch die Jubiläumseingestelle. Ja, ist was los, sag ich dir. Ja, Eberhard. Dann bringst du mal deine Stefanie mit. Ja. 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 Deine Frau hast du heute schon, meine Frau schon mit. Ja. Sehr zum Wohl, lieber Mann. Oh. Sehr zum Wohl, liebe Gäste. Sehr zum Wohl, liebe Gäste. Machen Sie eure Flächen auf. Ihr müsst euch eins einnehmen. Oh, du kriegst meine. Du kriegst meine. Nein, du. Max. Max, du brauchst. Du brauchst vorhin, ne? Toni. So. Ja, liebe Gäste, eine Sendung in Elbach geht wieder. Ja, Karl-Heinz? Ja. Wir beginnen jetzt mit dem Bild, wir machen das andere. Du musst jetzt Den Eberhard ausbekommen lassen. Genau. Okay, danke jedenfalls. Erklär mir, wenn du das erste Mal wieder hinreichst. Ja, okay, danke. Ja, da wollte ich. Ja, das ist ja schön. So. Wo war's hier? So, wir beginnen mit Applaus. Machen wir bitte auf das Nummer 1. Applaus bitte. Du bist ein sehr schöner Mensch. Du bist ein sehr schöner Mensch. Manu, du bist ein sehr schöner Mensch. Sehr schön. Liebes Publikum, wenn ich euch sehen könnte, ganz sicher seid ihr euch schön. Die Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters. Und jetzt kommt das Sprichwort. Ja, ich sage alle meine Wasser und ihr sagt alle. Auf einen schönen Abend, auf eine schöne Sendung. Alle mal ins Wasser.